das ist so aufregend. Bald bin ich startklar und flieg zum Mond. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Energie. Darrington, sieh mal da vorn. Das ist das Sonnenkraftwerk. Wow. Seht euch das an. Das Sonnenlicht scheint von oben auf die vielen Spiegel. Die Spiegel reflektieren dann das Sonnenlicht hoch an den Turm. Dort wird dann die Hitze des Sonnenlichts in Energie für unsere Batterie umgewandelt. Sehr gut. Dann mal rein mit der Energie. Hey, was ist denn los? Meine Batterie lädt sich nicht auf. Rostfleck. Die dunklen Wolken blockieren das Sonnenlicht. Und ohne Sonnenlicht liefert das Kraftwerk keine Energie für die Batterie. Oh, seht doch mal. Die Wolken blockieren nicht das ganze Sonnenlicht. Da drüben sehe ich noch einen Sonnenstrahl. Schnell, benutzen wir einen Spiegel, um den Sonnenstrahl da zum Kraftwerk umzuleiten. Es funktioniert. Wir lenken das Sonnenlicht zurück zum Kraftwerk. Und jetzt fließt die Energie in meine Batterie. Oh oh, die Wolken bewegen sich wieder. Und der Sonnenstrahl ist auch verschwunden. Aber es muss doch hier irgendwo noch einen Sonnenstrahl zu finden sein, Leute. Seht mal, da hinten sind noch Sonnenstrahlen. Kommt, beeilen wir uns. Wenn ihr einen Sonnenstrahl seht, ruft Sonnenstrahl. Sonnenstrahl! Meine Batterie lädt sich wieder auf. Oh oh, der Sonnenstrahl verschwindet auch. Kommt mit, suchen wir einen anderen Sonnenstrahl. Wenn ihr einen neuen Sonnenstrahl seht, ruft Sonnenstrahl. Sonnenstrahl! Ist Darringtons Batterie jetzt vollständig aufgeladen? Ja! Ja, geschafft! Jetzt muss ich nur noch mit der Batterie zurück zu meiner Rakete. Dann kann ich endlich losfliegen zum Mond! Wartet! Hat das sonst noch einer gehört? Das klang doch wie... Blaze und Darrington! Hallo, Monster Trucks! Ich bin zurück! Und diesmal ist meine Batterie voll genug, um damit bis zum Mond zu fliegen. Ich glaube, diesmal schafft er es bis zum Mond. Glaubst du auch? Oh ja, auf jeden Fall schafft er das, Mann. Dann viel Glück da oben, Darrington. Ja, wir werden dir die ganze Zeit über zujubeln. Hey, wartet doch mal. Ich habe noch zwei Plätze frei in meiner Rakete. Wollt ihr Jungs nicht mit mir zum Mond fliegen? Ja! Ja, na klar wollen wir das. Na dann kommt, springt rein. Ja! Weltraumbrille auf. Abschussrampe ausrichten. Starte den Countdown zum Abflug. Zählt mit uns runter. Mit 5 geht's los. 5, 4, 3, 2... 1 und Start! Wow! Sie schaffen es! Los, los, los! Yeah. Das ist toll! Seht, da ist er! Der Mond! Wow! Beeindruckend! Das findest du schon beeindruckend? Warte mal, bis du das siehst. Ich bin so glücklich. Ich bin der König des Weltalls. Okay. Fahren wir zurück zu Darringtons Party mit seiner großen, leckeren Torte. Oh nein, die Torte fliegt weg. Halt, Torte!
Ich will dich essen! Komm zurück! Torte! Rostfleck! Crusher will die Torte für sich haben! Aber sie ist doch für Darringtons Geburtstag! Los, komm, AJ! Wir müssen schneller bei der Torte sein als Crusher! Folge der Torte! Hey, sieh mal! Da kommt ja schon wieder Blaze! Was? Mann! Er steht wohl wirklich so richtig absolut auf Torte. Oh nein, 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 nein. Blaze darf diese Torte einfach nicht bekommen, Picky. Hey, ich hab es. Ich baue etwas, um ihn aufzuhalten. Eine super rutschige Eismaschine. Blaze kriegt mich nie, wenn überall super rutschiges Eis ist. Tja, beim Rennen um die Torte bist du wohl offenbar voll ausgerutscht. Eiskalt erwischt. Oh nein, dieses Eis ist super rutschig. Wir kommen hier überhaupt nicht weg. Um voranzukommen, brauchen wir jetzt Bewegungsenergie. Ich hab's. Wir brauchen jemanden mit Bewegungsenergie, der uns hier anrempeln kann. Genau. Dann überträgt sich dessen Energie auf uns und wir gleiten übers Eis. Hm, aber wer könnte uns anrempeln, damit das funktioniert? Oh, Dickhorn! Zeit zum Rempeln! Wir brauchen alle Bewegungsenergie, die du hast. Diesmal klappt's. Jetzt bekomme ich endlich diese große, super leckere. Wir haben sie! Wir haben die Torte gerettet. Aber ich wollte diese Torte doch essen. Aber die Torte ist doch nicht für mich. Sie ist für Darringtons Geburtstag. Ja, das ist seine Geburtstagstorte. Seine Geburtstagstorte? Oh, pst, das wusste ich nicht. Tut mir echt leid. Ist schon okay, Crusher. Nicht einmal ich würde einem anderen die Geburtstagstorte wegessen. Obwohl, gewollt hätte ich das eigentlich schon ganz gern. Hey, Crusher, vielleicht hast du ja jetzt endlich Zeit für den Brief. Meinetwegen. Picky, das ist eine Einladung. Eine Einladung zu Darringtons Geburtstagsparty. Weißt du, was das bedeutet? Nein, was denn? Es bedeutet, wir fahren zu einer Party und essen da die Torte. Wir fahren zu einer Party und essen da die Torte. Leute, es gibt da nur ein Problem. Darringtons Party fängt gleich an. Oh, wie, was, jetzt schon? Oh nein, wie? Sollen wir denn die Torte dann noch rechtzeitig hinkriegen? Ach, keine Sorge. Wir benutzen einfach unseren Turbo Speed. Damit wir Turbo Speed bekommen und super schnell Darringtons Party erreichen können, ruft Gib Speed! Gib Speed! Moment, seht mal, die Partygäste sind schon alle da. Happy Birthday, Darrington! Kommt nur rein, Freunde, jetzt ist Partyzeit! Super! Alter, das ist mega cool hier. Upsi! So lecker! Blaze, dank dir ist das der beste Geburtstag aller Zeiten! Gern geschehen, Darrington! Happy Birthday! Ab
Abstoß, Ben. Er passt zu Nelson. Ach nein! Tuch war einen Flügelschlag schneller. Und sie passt zu Blaze. Der dribbelt und passt zu Starla. Starla Tuchs. Gib zu mir! Oh! Der Ball macht sich selbstständig. Ich hol ihn. Komm zu Papa. Nein, ich! Oh nein! Aber ohne diesen Ball können wir nicht mehr weiterspielen. Oh. Wartet mal, da! Das ist Tuchs! Sie will den Ball zurückholen. Wuhu! Ich hab ihn. Oh, oh nein! Steinschlag! Oh. 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 Oh, das war knapp. So schnell zurück, die anderen warten schon. Ah, hey, meine Schwanzfedern sind unter dem Stein angeklemmt. Ich kann nicht fliegen. Oh nein! Tuch steckt fest. Was sollen wir nur tun, Blaze? Wir müssen ihr helfen. Genau. Tuchs ist unsere Freundin. Und wenn sie in Schwierigkeiten steckt, dann müssen wir sie retten. Yeah! Yeeha! Alle mir nach, Team. Wir retten jetzt Tuchs. So ist es. Oh, echt seltsam. Ich habe noch nie Blumen gesehen, die so aussehen. Oder die sich bewegen können. Oder die solche Blasen machen. Wenn wir diese Blase nur zum Platzen bringen könnten. Hey, ich kenne ein Tier, das das schaffen kann. Und zwar ein Nashorn. Ja, Nashörner haben zur Verteidigung spitze Hörner. Sie bestehen aus Keratin, was sie richtig stark macht. Mit so einem Horn könnte Blaze diese Blasen zum Platzen bringen. Sehr schön. Ich bin eine Nashorn-Monstermaschine. Wie cool. Jetzt geht's los. Nashornstoß. Hast es geschafft! Gute Arbeit, Nashorn Blaze! Los, mir nach, Leute! Zeigen wir diesen Blaseblumen, was ein Nashorn so alles kann! Pass auf, Blaze! Die Blumen machen neue Blasen! Wie viele Blasen haben sie gemacht? Drei! Ja! Helft mir, die drei Blasen mit meinem Horn zerplatzen zu lassen! Zählen wir bis drei! Eins, zwei, drei! Geschafft! Da ist Tuchs! Hier bin ich! Tuchs, pass auf! Da fallen schon wieder Steine runter! Oh nein! Tuchs ist in großer Gefahr! Wir müssen darüber und sie retten, und zwar super schnell! Um mir Turbo-Speed zu geben, ruft, gib Speed! Gib Speed! Nashornstoß! Ja! Haha, ja! Wuhu! Tuchs! Ja! Ihr habt mich gerettet! Wir sind nur froh, dass dir nichts passiert ist, Tuchs. Danke, Blaze. Ihr seid die besten Freunde, die sich ein Toucan wie ich nur wünschen kann. Hey Leute, jetzt wo das Team wieder vollständig ist, was haltet ihr von einer lustigen Runde? Dschungelball! Nelson ist am Ball. Oho, hier drüben! Der passt zu Ben. Oh, was? Aber Blaze ist zur Stelle. Ja. Gib ab an Starla. Starla Darrington! Yeah. Er passt zu Tuchs. Und sie zurück zu Blaze. Er nähert sich dem Strafraum. Aber zwischen ihm und dem Tor wartet noch Baum, der Elefant. Vergiss es! Bist du bereit, Tuchs? Na klar, verlass dich drauf. Oh. Gut gemacht, Tuchs. Wuhu! Ja!
sieht so aus, als wenn der Ball im Baum feststeckt. Keine Angst, Äffchen. Ich mach das schon. Tigerkrallen! Ich hab ihn! Hier, Äffchen, fangt! Jetzt lasst uns endlich weiterspielen und... Oh, oh! Oh nein! Stripes, ist alles in Ordnung? Ich glaube schon. Wow, das ging aber tief runter. Stripes, ich glaube, etwas stimmt nicht mit deinem Reifen. Mein Reifen? Er ist kaputt. Oh nein! Wie soll ich hier mit einem kaputten Reifen je wieder rauskommen? Stripes steckt echt in Schwierigkeiten. Wir müssen ihm helfen. Den Reifen kann ich reparieren, aber zuerst muss er wieder aus diesem Loch raus. Hört nur, jemand ruft an. Blaze, AJ, Gabby. Es ist Stripes. Leute, ich habe ein kleines Problem. Der Vorsprung hier ist offenbar nicht der stabilste. Ah! Beeilt euch! Oh nein, mit dem kaputten Reifen kann sich Stripes nicht in Sicherheit bringen. Haltet durch, Stripes. Wir kommen so schnell wir können. Wir müssen Stripes erreichen, bevor der Vorsprung abbricht. Abschlepp-Team, jetzt wird es Zeit für den Turbo-Speed. Damit wir Stripes mit Turbo-Speed super schnell erreichen können, ruft Gib Speed! Gib Speed! Das Abschlepp-Team hat zum Einsatz. Ja, unsere Kraft, die kann niemand toppen. Das Abschlepp-Team hat zum Einsatz. Wir sind so stark, uns kann nicht stoppen. Rechtzeitig! Du bist ja ein Abschleppwagen! Halte durch, mein Freund! Du bist ruckzuck wieder hier oben! Komm schon, Blaze! Du schaffst es! Du brauchst nur mehr Drehmoment! Wir kriegen Stripes dann nur mit dem größten Drehmoment wieder rausgezogen, das wir bisher benutzt haben. Und zwar ein Drehmoment von 100! Wow! Zählt mit uns in 10er Schritten bis 100. Sprecht mir nach. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Du hast es geschafft, Blaze! Du hast mich gerettet! Schlag ein! Oh Mann! Fast hätte ich's vergessen! Mein Reifen ist ja kaputt! Keine Sorge, Stripes, das ist in 0, nix repariert! Los geht's, Abschleppteam! Packen wir's an! Neuer Reifen ist echt toll! Ja, er ist wieder der Alte! Yippie! Ja! Ja! Das war toll, Stripes! Wie schön, dass es dir besser geht! Tolle Idee, kleiner Affe! Jetzt, wo ihr endlich hier seid, lasst uns eine Runde Ball spielen! Los geht's! Toller Wurf! Ja! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja! Durchhalten, Hühner! Ich komme! Weiter, Darrington! Du schaffst es!
Hab's geschafft! Jetzt hüpft drauf, Hühner! Ich trage euch alle zurück auf die andere Seite. Echt? Das Balancieren auf dem Hochseil ist etwas schwieriger mit euch Hühnerchen. Oh oh, Darrington hat zu viele Hühner auf der einen Seite. Er hat keine Balance. Darrington, du musst die gleiche Anzahl Hühner auf jeder Seite haben, sonst fällst du runter. Habt ihr gehört, Hühner? Ein paar müssen die Seiten wechseln. Okay, habe ich jetzt die gleiche Anzahl Hühner auf jeder Seite? Nein, noch nicht. Jetzt ist ein Huhn auf einer Seite und sieben auf der anderen. Versucht's nochmal, Hühner. Sind jetzt auf jeder Seite gleich viele? Ja, jetzt sind vier Hühner hier drüben und vier Hühner da drüben. Ich bin im Gleichgewicht. Tada! Das war klasse, Darrington. Du hast Roosty und die anderen Hühner gerettet. Ach, gern geschehen, Roosty. Na dann los, wir bringen euch jetzt zurück zum Zirkus. Ja, ihr müsst doch die Show beenden. Macht euch bereit. Ich weiß, wie ich euch alle super schnell zum Zirkus zurückbringen kann. Nämlich mit Turbo Speed. Und damit ich, Darrington und alle Hühner turbo schnell werden, ruft Gib Speed. Gib Speed. Ladies und Gentle Trucks! Und noch einmal einen Riesenapplaus für Crusher, den Unglaublichen! So ist es! Und ich kann besser auf den Stelzen stolzieren als jeder andere Truck! Oh, wow! Und wenn er sowas schon kann, dann kann er das auch auf Stelzen, die noch viel höher sind! Kinderleicht! Und auf noch höheren! Und höher kann man die Stelzen auch gar nicht ausfahren. Yep, aber es geht doch noch höher. Tada! Das? Alle jubeln euch Hühnern zu. Die können eure Show gar nicht mehr erwarten. Was sagen sie denn, Darrington? Sie sagen, sie wollen, dass wir auch bei der Show mitmachen. Alles klar. Wow. Oh, danke, Hühner. Na dann, meine Freunde, kann die Show losgehen. Darrington! Wow! Tada! 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 Was ist denn los? Darrington, du bist im Eis festgefroren. Festgefroren? Oh nein, das ist ja furchtbar. Keine Sorge, Kumpel. Wir beide finden was, wie wir dich rauskriegen. Wir müssen das Eis zum Schmelzen bringen. Richtig, aber dafür müssen wir es irgendwie erhitzen. Ich weiß, wie wir es schmelzen können. Und zwar mit super heißer Luft. Und wir kennen doch ein Gerät, das heiße Luft pustet. Und zwar ein Föhn.
Und jetzt festhalten! Der Riesenföhn wird schon heiß und ist bereit zum Pusten! Es funktioniert, Blaze! Das Eis schmilzt und wird zu Wasser! Seht mal, mein Reifen ist frei! Und mein anderer auch! Geschafft! Ich bin frei! Danke, Freunde. Gern geschehen, Darrington. Meine Güte, wer war das denn? Ich war's nicht. Ich auch nicht. Und ich auch nicht. Also, war's wohl der da? Rostfleck, das ist der größte Dickhorn-Truck, den ich je gesehen habe. Verschwinden wir lieber. Leute, folgt mir! Ja, rutschen wir! War das eine Fahrt? Ja, aber wo ist denn Darrington? Darrington! Toller Stunt, Darrington. Schlag ein. Tja, Leute, ich glaube, heute fährt niemand über die Stuntmania-Superstrecke. Oh. Halt mal, da kommt jemand. Es ist Darrington. Er ist zurück. Juhu, ja. Er hat's geschafft! Ich wusste, dass er es schafft. Gut gemacht, Darrington. Jetzt kannst du endlich die Superstrecke fahren. Danke, Blaze. Aber eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, die Strecke ganz alleine zu fahren. Wieso nicht, Darrington? Wieso? Na, weil ich mit euch zusammenfahren möchte. Mit meinen besten Freunden auf der Welt. Na kommt, was sagt ihr? Ja! Na dann, los! Und sie fahren hoch. Darrington und Blaze bis ganz nach oben an den Start. Superstrecke, jetzt kommen wir! Und sie sind gestartet! Da fahren sie Seite an Seite. Sie rasen förmlich durch die Loopings durch. Sie kommen nun um die letzte Kurve und fahren zu auf den brennenden Stern. Werden sie es schaffen? Ja! Darrington! Hab dich! Sie haben es geschafft! Sie haben die Stuntmania-Superstrecke bezwungen! Wir haben es geschafft! Wir sind sie gefahren! Das haben wir, Darrington. Und zwar gemeinsam.